Oh, wie? Was? Oh, kommt da. Ist schon, sieht schon schön aus hier für eine Krankenstation. Luft, okay. Oh, das sind die Flüster. Scheiße. Okay. Hat ja nicht schlecht Deckung gesucht, der kleine Scheißer. Wow. Herrschaftszeiten. Okay, wir laufen erstmal weiter. Gott, ist das groß, Alter. Hallo, kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich und mein Vater sind in der Wende. Hallo? Wer ist da? Sind Sie? Oh, verpiss dich! Ziehst noch durch. Ja, nö, schön. Chief Science Officer Dr. Klein. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun.
Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschaltungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösung, und zwar schnell. Mann. Alter, was für ein Schlachthaus, ey. Ja, mach doch nicht sowas. Mach doch nicht sowas. Das war die Rick des Captains. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Okay. Okay. Ja, naja. Nee, wir können das Glas nicht kaputt machen, das ist ja klar. Geht ein Fahrstuhl runter. Da ist Lock. Die hier? Oh, Alter. Oh, so, na denn. Hey Dudes. Strahlmunition. Jungs sind übel. Die etwas dunkleren irgendwie. Ja. Fuck. Isaac. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Das ist schön. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert ist, kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform.
Wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Okay. So, wir könnten ja vielleicht noch mal ganz schnell hier zum Shop noch mal ein bisschen was deponieren. So, na dann. Auf zum Monorail. Kapitel 2 abgeschlossen. Woo!